Taking you out of my fucking heart. Das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Das ist einfach. Das ist geisteskrank. Sag das mal. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Ich bin heute auf dem Weg zu einem Reel-Dreh. Hier ist für einen guten Kumpel, mit dem ich auch gleichzeitig zusammenarbeite und wir halt Kundenaufträge übernehmen. Sicherlich kennt ihr ihn schon von den vorigen Folgen. Der gute Luis verlinke ich mal hier unten. YouTube und genau auch Instagram. Und ja, ich dachte einfach mal, ich nehme euch mal mit zu einem Tag, wenn wir einfach generell Reels drehen, was so eigentlich täglich bei mir so abgeht. Zwar nichts Interessantes, aber bleibt auf jeden Fall dran. Peace out. Jetzt sind wir im gescheiten Heim angekommen. Nach dreimal umsteigen hier und dann noch vierter Stock. Das ist Flachsinn. Abfahren. Fahren Sie Porsche, ja? Direkt neben der Tür ist einer. Ja, aber ich kauf nichts. Nicht? Ich bin Staubsaugenvertreter. Eins ist ein. Oder riecht das gut hier bei dem Parfüm im Guck mal, eine Frage. So Leute, ich muss jetzt leider aufhören, weil... Du vloggst, guck mal, und du vloggst die ganze Zeit. Aber ich sehe keinen Vlog. Doch, die kommen noch, Bro. Ulm spielt schon seit 8 Wochen. Ich weiß, was soll ich machen bei dir? Ich habe Kundensachen, Alter, zu... Schreiben. Ich auch? Ja, deswegen... Ich habe leider... Keine Assistent oder so. Ja, Freile. Ja, Freile. Neo Abinette. Junge, Venom. Venom! Guckt euch den an. Geil, ne? Ich hab Iron Man davon. Von dem Kopf? Ja, Lego. Okay, Leute, Mann. Ey, ich brauche jetzt auch gerade ein neues Licht, ne? Das ist zu, Digga, das ist Das ist arschteuer, ne? Wurde dir das von der Company gezeigt? Ja, von deiner Company, Bro. Schaut euch mal das Equipment an, Leute. Ich brauche auch ein neues Licht. Sag mir nochmal, wie viel das Ding gekostet hat, Bro. 12 Euro, Leute. Amazon-Link ist unten. Mit dem Code LUIS373885 ruf ihn an. 6x6. Ich zahle 12 Euro mehr, damit ich 12 Euro bekomme. Genau, 6x6 einfach anrufen. 6x6. Ich bin jetzt richtig gespannt, Buddy, wie hell diese Kacke ist, Alter. Ich bin, das Stativ ist auch noch neu. Oder hast du schon immer gehabt, Bro? Ihr müsst wissen, der Luis ist so ein kleiner Licht-Junkie. Also bei ihm geht auch Aufträge ohne Licht geht nicht klar, weil dann weint er richtig vor Ort. Was wir richtig dumm gemacht haben, ja. Das Kabel von dem hier, film da drauf. Von dem hier, ja. Geht ja nur das Kabel hier hoch. Okay. Das Kabel ist ultra lang. Ja. Das Kabel, das von dem irgendwo zur Steckdose geht, ist ultra kurz. Macht so ja gar keinen Sinn. Dumm, das heißt, du musst ja das eigentlich fast die ganze Zeit auf dem Boden liegen lassen. Eben, weil eigentlich müsste es ja andersrum sein. So richtig, dumm. Eigentlich hätten die es andersrum machen sollen. So dumm. Ey, die sind so dumm, ey. Hast du einen Cheat dafür oder einen Tipp für die Zuschauer, wie die das Licht handeln? Ja, einfach das Licht nicht kaufen. Leute, ihr wisst Bescheid. Kauft das Licht sofort. LUIS3.76x6, der Code. No cap, Alter, to be honest, Bro. Das sieht aus wie ein Auto, Alter. Und hast du keine Fernbedienung bei der Aperture? Das ist 12%. 12%, Guys. Junge, das ist ja abnormal ekelhaft. Leute, wir sind einfach im Basketballstadion, Mann. Und jetzt pass auf. Das ist halt geil. Junge, du kannst so geile Drehs machen, Bro. Davon zwei Lichter, Bro. Das ist halt geil, du kannst jede Farbe einstellen. Du kannst sogar noch die Sättigung der Farbe ändern. Wenn du jetzt hier sagst, okay, ich will jetzt nur die Sättigung ändern. Weißt du, wie ich meine? Machen wir mal hier so ein Blau. Ich will so ein bisschen entsättigen. Geil, als Blau. Mann, Leute. Ist halt auch heftig. Ey, Leute, ohne Spaß. Ich brauche das auch. Aber ich habe leider keine 500 Euro gerade. Weil ich gerade auf die Insta360 spare. Oh. Ja, Mann. Auch? Ich will die auch, Bro. Die ist übel sexy, Alter. Wo ist denn dein Handy, Buddy? Hier? Yes. Mann, ey. Gib dein Handy her. Möchtest du noch was sagen, bevor ich hier aufhöre mit dem Shot? Wir sind heute überwältigt worden von der Natur. Wir kommen leider nicht dazu, wie geplant zu filmen. Jetzt sitzen wir hier drinnen. Olga hat uns abgeholt zum Glück. Verstärkung. Weil das Wetter einfach so krank pervers gut ausschaut. Aber wir versuchen weiterhin
was zu reißen und heute an dem Tag was mitzunehmen. Nur wegen bisschen Regen hier, genau, Wetter hat kein schlechtes Wetter. Du hast falsche Klamotten. Wir haben falsche Klamotten an, Leute, aber wir bleiben trotzdem positiv. Kann auch sein, dass es heute ein Fehltag ist, aber ich habe euch mitgenommen. So, Leute, wir schaffen heute auf jeden Fall einiges. Komm mal, jetzt. Mach mal jetzt überglücklich. Mach mal jetzt einen auf überglücklich. Leute, wir werden es so krass schaffen heute, egal ob das Wetter scheiße ist, denn wir ziehen es heute durch mit den Leuten hier, also mit der Crew. Abkaufen, sag ich dir ehrlich. Alter, bist echt ekelhaft, ja? Ja, Leute, wir machen jetzt einen Auto-Switch. Also übrigens, Produktionstag hatte eigentlich hier unsere Olga auch heute gehabt, aber leider ist ausgefallen wegen diesem wunderschönen Wetter. Was sagen Sie dazu? Nix, ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich muss mir hier nur sputen, ich habe noch Kundenaufträge und muss eigentlich jetzt gleich nach Hause und schneiden, aber ja, Luis, wenn du es siehst, ist nur deine Schuld. So Leute, umgestiegen in das Batmobil. Jetzt sind wir in unserem super süßen, sexy, wie heißt der eigentlich, Bro? Wer? Hat der einen Namen? Nee, du kannst ihn gerne kaufen. Jeremy, jetzt sitzen wir in Ja, Bro, tell us, Alter. Du bist ja Planer. To be honest, ich sehe schwarz, Leute. Ich sehe richtig schwarz. Hier seht ihr das Wetter. Seht ihr schön hier die Tröpfchen. Ich habe nichts verstanden, aber hier drehen wir gerade für die Kooperation und die Kollabo für das Mic. Zeig mal das Mic ganz kurz. Alter, das ist schon krass. Bro, sick, Alter. Das ist das Mic, für was wir hier, für die Kollabo hier drehen gerade. Ist schon echt sick, Mann. Alter, das ist heftig. Wie heißt das Mic? Ding, www.com. Hohem. Dankeschön. Hohem, das ist die Kollabo hier, Leute. Und hier haben wir diese neue Unterstützung, ein neues Team mit. Gut gefilmt, sicher. Ja, deswegen, ich lasse dich jetzt ein bisschen hier filmen, weil dann bist du schon im Flow. Sie hat manchmal Ideen, Bro. Die bezieht Ideen ein, glaub mir, die ist geisteskrank. Guck mal, richtig Social-Media-Profis hier beide, richtig krass. Aber ist cool, dass sie sich auf jeden Fall connecten, weil dann können sie sich gegenseitig auf jeden Fall in Zukunft helfen. Oh ja. Ja, ist cool. Ja, wie gesagt, halt, ihr zwei seid perfekt füreinander geschaffen. Für neue Kooperationen, Collaborations. Schon crazy, dass man nichts hört, ne? Das ist geisteskrank. Wenn du da jetzt noch ein Minimal-Edit machst. Wir haben jetzt fertig gedreht. Tatsächlich konnten wir jetzt 1, 2, 3 noch fetzen. Und genau, ich denke, wir sind jetzt auf jeden Fall für das erste fertig. Jetzt bin ich auf dem Weg rum. Muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen erledigen. Werde jetzt gerade von den Uber nach Hause gefahren. Short day, aber trotzdem euch mitgenommen mit der... Der Vlog wird eh niemals online kommen, macht euch keine Gedanken. Mit der guten Olga hier als Support und natürlich mit unserem lieben Luis. Wie viel sind's, Herr? 4 Kilometer, 40 Euro, was sagt ihr? Also wir dürfen nicht vergessen, wir sitzen noch in einem schönen Batmobil, deswegen, also ist schon fair, ja. Du, ich zahle 80. Passt. Das waren die 40 Euro wert. Jetzt sind 40 Euro weg von Benzin her. Bucht den Filippo-Boy. Der heißt so bei Uber. Bei Uber Eats übrigens auch. Und der liefert euch die Pizza in 3 Minuten. Egal von wo. Egal von wo. Von Hamburg nach München 3 Minuten. 3 Minuten. Aber sowas von geil, überdreht die Reifen geil. Jetzt wirklich Feierabend, Leute. Also danke, dass ihr eingeschaltet habt. Like and subscribe, Leute. Schalt gerne ein, schalt bei Luis ein. Ich markiere ihn auch wieder, sobald der Vlog natürlich draußen ist. Nicht immer so negativ, Bro, Alter. Nein, Leute, ihr wisst ja, ihr kennt mich mittlerweile. Leute, heute ist Katastrophe, Alter. Ich schalte einfach mal. Peace.